Hallihallo, Hallöle, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteurern und heute geht es um das Thema Akkuschrauber. Akkuschrauber-Test natürlich. So, wer will welchen Akkuschrauber? Wir haben den Einhell, wir haben den Dewalt und wir haben den Ryobi. Also, Schnick, Schnack, Schnuck als erstes. Okay. Also, als erstes geht es um den Einhell-Akkuschrauber. Wer kriegt den? Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Wir sind raus. Wir sind weiter. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, du zerschlägst mich. Scharnier bekommt den Einhell Power Change Super Mega Lithium Brushless extrem geilen. Super duper geiler. Ja, ich meine mit Rot und Frauen. Und Rot und Frauen und 18 Volt und 3 Ampere. Das ist super. Okay, Ryobi und Dewalt. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, du hast mich zerschlagen. Welchen willst du? Dann nehme ich den Dewalt, glaube ich. Aha. So, ich setze hier erstmal meinen auf Stufe 2. Ihr habt auch auf Stufe 2? Stufe 2. Stufe 2. Ja. Und jetzt geht es ja als allererstes um den Contest, zwei 10 cm lange Schrauben hineinzudrehen, so schnell wie es geht. Und wir haben extra eine Palette organisiert, dass wir auch den kompletten Hub ausnutzen können und gucken, was passiert. Wir haben von Wolfcraft dreimal exakt die gleichen Bits, sodass es hier auch nicht irgendwelche Schummeleien gibt. Exakt, ganz das ist, genau. Das ist im Endeffekt ist es eigentlich hoch wissenschaftlich, professionell und überhaupt und sowieso. Aber jetzt nochmal. Jetzt schon ein Frühstart hier. Was ist denn los? So, also jetzt muss erstmal jeder auf die höchste Stufe stellen. Also ich habe 22 als höchste Stufe beim Schrauben. Scharnier hat auch auf Schrauben gestellt. 19. Ich habe 15. 15. Ich, das höchste sein. Kannst du irgendwo auf Schrauben stellen? Ich kann nur alternativ auf Bohren stellen. Nein, bohren tun wir nicht. Also wir schrauben jetzt. Also die erste Schraube wird jetzt wirklich mit, was ist jetzt mit dir eigentlich los? Ich versuche hier hochwissenschaftlich zu erklären, was wir tun. Stufe 2, 22 und alle haben auf Schrauben gestellt. Also wir sind nicht auf Bohren. Du hättest sogar einen Schlaghammer. Also der Einhell hat sogar einen Schlaghammer. Also ich habe entweder Bohren oder Schrauben mit einer gewissen Befestigungszahl. Und der Franz hat auch nur Schrauben und bevor es halt dann durchrattert. Ne? Mhm. Okay, also, die Schrauben dürfen noch nicht aufgenommen werden. Ah, okay. Achso, ich dachte, wir setzen Nein, die Schrauben dürfen nicht aufgenommen werden. Oh Mann. Auf die Plätze. Okay, nein, der Akkuschrauber muss nach unten. Das ist wie beim Wilden Westen. Ich bin eine Frau. Das ist mir egal. Wilden Westen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und nur die erste Schraube. Okay. Oh, nein. Oh. Ja, fertig. Zweiter. Meiner hält nicht. Jetzt. Tut mir leid, Einhell, dass ich so langsam bin. Okay. Und hier raus? Ja. Also ich fände es ja vom Vergleich her cooler, wenn die Schraube schon ein bisschen drin wäre. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ja. Okay. So, also wieder raus. Ein bisschen draufdrücken. Ja, Schatzi hat kaum mehr Kraft. Ist die heiß. So, wir tauschen einmal durch. Welchen willst du? Machen wir nach der Reihe. So, jetzt nehmen wir die kalte Schraube wieder. Nein, ich habe die heiße gefunden. Ja, wir haben die heiße gefunden. Also, jetzt ein Stückchen weiter unten und dieses Mal wird aufgesetzt, so wie Scharnier gesagt hat. Mhm. Ja, weil es ja ein coolerer Vergleich ist. Ja, dann, ja, ne? jetzt ist viel cooler. Okay, so, jetzt ist es mega cool und auf die Plätze. Habt ihr schön schon von oben Druck? Warte mal, wir müssen noch wieder noch andersrum. Andersrum. Das war, obwohl das bei der ersten Runde mein Problem war, dass er noch verkehrt eingestellt war, habe ich trotzdem mit dem Ryobi gewonnen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ja.
Das ist ja der Knüppel. Ich bin schneller. Also, hätte ich nicht gedacht. Nee, ja, auch nicht gedacht. Wer ich war Zweiter. Du warst Zweiter und ich war Dritter. Echt? Hast du ganz durchgedrückt, oder? Ja, voll. Volle Lotte. Mhm. Okay. Deswegen war ich vielleicht vorhin auch zu spät dran. Nein, du schlägst es sonst aus. Mhm. Okay. Weg. Ja. Okay. Lieber langsamer, ne? Ja. Achtung, so. Heiß. Ja. Wieder austauschen, denn? Mhm. Wo ist meine zweite Schraube hin? Die ist irgendwo runtergefallen. So, dann die zweite. Dann tauschen wir noch einmal durch. Mhm. Ich habe den Einhell noch nicht gehabt. Genau. Du hast den Einhell, ich hatte den D-Wald. Wahrscheinlich liegt es einfach am Schrauber, weil die Schrauber kacke sind. So, also setzen wir nochmal auf. Mhm. Hat jeder? Ist der schon umgestellt, warte ist mal. Der ist schon umgestellt, ja. Genau. Okay. So, schön von oben. Also jetzt das Mal. Ich werde gewinnen. Ah ja, hundertprozentig. Also da fehlt's überhaupt. Da kommt gleich das Ego durch, ne? Auf die Plätze. Klappe jetzt. Fertig. Los. Nee, das ja, oh also bei mir hat er jetzt nicht ganz rein dann. Ja, mir war er drin. Aber ich hab's am Anfang einmal verloren. Hast du verkehrt rum? Sag mal. Drück mal drauf. Doch, verkehrt rum. Nach unten? Haha. Wenn man nicht weiß, wie rum man schraubt. Oh Mann, ich dachte, der war schon. Okay. Also, Anrei oben. Erster. Ja, ihr, was anderes. Anrei oben, eindeutig eine Entschuldigung, meine Frau kann sowas nicht. Das war jetzt kein guter Test. So, jetzt. Na, dann lass halt los, ja. Weil sonst geht's ja nicht. Wie festgehalten. Ich glaube, ich habe zu wenig Power für so was. Ja, ich glaube, du warst ein bisschen schief. Du bist schief, du musst gerade reingehen. Sagte er und es rotierte. So, jetzt kommt der. Warst du jetzt eigentlich Erster gerade? Ja, ich habe es auch ein bisschen verkackt am Anfang. Mit, ich hab's, du bist endlich Erster. Ja, einmal. Juhu, jeder darf einmal Erster sein. Guck. Ja, ansonsten bin ja ich immer Erster, ne? Du kommst immer erst später. So. Aber jeder war jetzt einmal Erster. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Also wir stellen jetzt auf Bohren. Mhm. Bohren. Okay. Das da? Ja, das da. Da, wo der Bohrer drauf ist. Ich kann hier wahlweise, ich kann die Zahlen und die Einstellung separiert. Bei den anderen beiden ist das, glaube ich, aber wir müssen noch einmal durchtauschen, oder? Das machen wir dann jetzt von vorne. Wir machen wir dann später. Das machen wir von vorne. So, also, nochmal ansetzen. Also jetzt quasi trotzdem wieder schrauben, aber mit Einstellung auf Bohren. Genau, oder? Weil da könnte es sein, dass mehr Zug oder weniger Zug ist. Das warte wissen mal, wir nicht ich so genau. Ich brauche den hier. Ja, du kannst einmal kurz testen. So rumdrehen wäre richtig. Ja, genau. Nach rechts so ist es drehen. Ja. Okay. Warte. So, ansetzen, schön von oben drücken. Auf die Plätze, fertig, los. Wow. Fertig, Mann. Fertig. Erster. Also ein ganz klein bisschen schneller ist der D-Wald als der Einhell, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen. Ja, ich glaube auch. Aber jetzt waren wir ziemlich gleich. Also haben wir mal und er hat echt beim Schrauben ordentlich Zug. Also er hat das ernst gemeint, er hat durchgebohrt. Er hat durchgebohrt, also er hat jetzt ungefähr, ja, also er hat ein bisschen mehr Zug, würde ich sagen. Bei mir hat sich das Brett gespalten. Bei mir hat sich auch ordentlich das Brett gespalten. Ich denke, man kann so natürlich nicht verstehen. Okay, also was man schon sagen kann, ist, dass man keine großen Unterschiede sieht. Ja, also das meiste, glaube ich, die meisten Unterschiede sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Ja, ich würde auch sagen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, was man schon als Unterschied sehen kann, wir haben hier einen 2 Ampere-Stunden Akku, hier haben wir einen 3 Ampere-Stunden Akku und hier haben wir einen 4 Ampere-Stunden Akku. Mhm. Man muss bei Einhell dazu sagen, es gibt bis zu 5 oder noch höher, 5,6 glaube ich sogar, Ampere-Stunden. Also da haben wir jetzt nicht den höchsten Akku genommen, aber von der Anzahl, wie viel Schrauben man versenken kann, würde ich sagen, hat eindeutig Einhell und auch der D-Wald gewonnen. Genau. Der Ryobi hat mich sogar echt überrascht von der Durchzugsstärke. Ja, schon. Mhm. Also wenn sogar du eine Schraube versenkst, das ist echt super. Schau mal dein Massaker hier an. Ja, tut mir leid, ich habe da ein bisschen abgehaust. So.
Dann legen wir mal ganz kurz deinen noch, ne? Ja. Und vom Gewicht her? So, vom Gewicht her. Genau. Oh ja, da muss man sagen, das ist schon was anderes. Der ist deutlich leichter natürlich. Der ist deutlich leichter. Ja, ich meine, es sind 2 Stunden, Ampere-Stunden-Akku. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied. Also auch wenn der Schrauber vielleicht nicht so lange durchhält, der Arm hält länger durch. Also was mir besser gefällt jetzt erstmal ist, wie der D-Wald in der Hand liegt, finde ich. Mhm. Allerdings habe ich eine allergische Reaktion auf diesen Gummi gekriegt. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Das und ich den anderen Gummi? Beim Einhell gar nicht. Mhm. Also der Einhell, der macht, also am schlechtesten fand ich jetzt vom Ryobi, das, weil das sehr, sehr kribbelig ist und wenn du sehr, sehr lange arbeitest, da könntest du eine Blase kriegen. Ah, also vor allem hier an dem oberen Schaft, da ist hier ein bisschen mehr Platz, da ist ein bisschen weniger Platz. Was halt natürlich absolut für den Ryobi spricht, ist halt einfach der Preis. Mhm. Also wenn ich jetzt die einfach entgegenstelle, muss man sagen, von der Einstellbarkeit ist erstmal in meinen Augen ganz klar der Einhell, da kann man am meisten einstellen. Mhm. Von der Durchzugsstärke bis dato, wir haben das jetzt noch nicht weiter verfolgt, würde ich sagen der D-Wald. Mhm. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis, dass man sagt, also was bekommt man für ein bisschen Geld, ist der Ryobi, finde ich echt in Ordnung. Absolut, ja. Also wenn man jetzt nicht so viel arbeiten muss, klar, es ist anders verarbeitet. Also wenn man jetzt sagt, wir hätten den Ryobi jetzt so beansprucht wie den D-Wald und den Einhell, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr existieren. Kann sein, ja. Also wahrscheinlich wird er nicht mehr existieren, weil wir haben einfach alles hier schon abgerieben, abgeschliffen, weil wir im Container einfach in jede kleine Muffe reinkommen mussten. Und vor allem ganz oft unter unidealen Bedingungen, also immer schief, verdreckt, anschleifend, im Dreck, im Winkel rein. Also wirklich sehr, sehr hart eingeschränkt. Dann legen wir jetzt mal die Schrauben auf die Seite, dass die eben nicht mehr rum. Die Anzeige hier finde ich auch noch vorteilhaft beim D-Volt. Ja, also Batterie. Also wir haben hier eine Batterieanzeige, wir haben beim Einhell auch die Batterieanzeige. Und wir haben beim Ryobi keine Batterieanzeige. Schade, ja. Das wäre schon ganz hilfreich. Mhm. Alle drei haben ein Licht und ist vollkommen unterschiedlich angeordnet. Wir haben einmal hier das Licht, wir haben einmal hier das Licht und wir haben beim Einhell, das ist beim D-Wald, das ist direkt auf die Schraube zeigt. Mhm. Gefällt mir gut. Zum Beispiel auch einen Ticken besser, weil vor allem in dunklen Umgebungen, ja, muss man ganz ehrlich sagen, findet man sehr sich besser, besser zurecht. Also ist einfach nur so eine Sache. So, wir stellen jetzt mal auf, oder wir lassen jetzt auf Schrauben und jetzt kommt der nächste Test. Welchen wollt ihr haben? Sind die gleichwertig? Also, du meinst die sind gleich groß. Achso. Dann geben wir sie doch noch einmal eins, zwei, weil das war jetzt... Nein, jetzt kommt der nächste Test. Wie schnell kann man das tauschen? Also so. Das Bohrfutter. Wie schnell kann man das tauschen und den anderen einlegen? Den anderen schieben wir uns dann halt oder schiebt er mal da in die Hosentasche dann später. Mhm. Okay, wer will welchen? Ihr bleibt bei euren Geräten. Wir haben jetzt getauscht. Hoppala. Jetzt habe ich erstmal meinen Bohrer weggeschmissen. Ja, so. Wie weit seid ihr? Auf die Plätze, fertig, los. Wir machen es wirklich mit der Hand und mit keiner anderen Technik. So. Oh, ich habe mir schon mal einen Spieß eingerissen. Uiuiuiui. Da ist aber auch. Nein! Fertig! Nein! Fertig! Fertig! Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen. Ich habe die Dicke des Bohrers etwas unterschätzt. Wenn ich mich fünfmal angetestet hätte, dann wäre ich auch schneller gewesen. Ja. Ja. Nee, das war wie es war. Mhm. So, jetzt machen wir mal ganz kurz, also wie arg sitzt der? Mhm. Mhm. Ja. Können wir nicht mehr gucken. Also, fester als die anderen? Ja, das hat ein Spiel, ganz leicht, aber das ist klar. Ah, das ist wegen aufgrund von er hat am Schlag, Bohrhammer, aber krass ist, der hat keinen Bohrhammer, aber der hat Spiel. Das gleiche Spiel, als hätte er einen Bohrhammer. Das ist echt, ja. Okay. Also der hat ein Spiel. Hat der nicht. So. Nee. Wow, ja, der ist fest. Jetzt nehmen wir das mal auf. Also muss man eingesteckt. Ja. Also man muss sagen, jetzt erstmal rein vom Grundprinzip, das ist wirklich in Ordnung gewesen. So umdrehen, dass man sehen kann. Ah ja, dass man sehen kann.
So. Unser Schweißexperimente. Das Scharnier hat jetzt ein bisschen den Nachteil, ihr müsst euch zwei Platten durchschneiden. Nein, ich habe ihn so wenig gehabt. Okay, also stellt euch jetzt einfach mal auf 3 Stunden ein. Das ist ein 5 mm dickes Stahl. Wir machen dann Zeit drauf. Und wir gucken mal. Also uns wurde versprochen, dass die Geräte das können. Echt? Mhm. Und ja, wenn uns das versprochen wird, dann wollen wir das auch austesten. Wir setzen 1 cm hinter der Kante an. Mhm. So? So. Mhm. So. Auf okay, die Plätze. Fertig und los geht's. Also ich glaube, ihr könnt mich gar nicht mehr so richtig hören, weil es ist ziemlich laut geworden. Die drücken extrem auf. Die wollen mit allen Mitteln gewinnen. Ich glaube nicht. Ich glaube, mein Ryobi gewinnt hundertprozentig. Ich muss hier mal ein bisschen näher ans Mikro. Ernsthaft? Da sagt ihr nur so. Es wird ein bisschen laut. Oh mein Gott. Nee, stopp. Oh Gott, nee, ich bin noch nicht durch. Stopp. Alter. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich nicht so viel Power habe. Nein. Doch. Nee, also eigentlich soll der Bohrer reinziehen. Weil du reinziehen. Musst ja. Ach so. Nee. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mal ein gravierender Unterschied. Mhm. Das ist ein gravierender Unterschied. Also, ich bin bei weitem nicht durch. Ich auch nicht. Also, ich habe... Ich will nur... Ich tu mal mit einem Brett hin, dass man es wirklich sehen kann. Mhm. Mhm. Okay, also ich bin ungefähr 5 mm tief. Okay, das liegt an, bei Scharnier bei der Kraft 4 mm. Sollen wir nochmal durchtauschen und nochmal probieren? Ja, einmal tauschen wir nochmal durch. Ich würde sagen, den Ryobi nimmt mal Scharnier. Oder dass nimmst du einen anderen auch hast, ja. Dann nehme ich den und Scharnier. Ja, ich meine, der Dewald hat ja schon einmal gewonnen. Er hat einmal gewonnen. Dann kann Scharnier jetzt schauen, ob es am Dewald oder an, an jetzt, der Kraft liegt. Jetzt gebe ich aber Vollgas. Soll ich mal den Hammer einschalten? Schalt mal den Hammer ein. Ich schalte mal den Hammer ein. Vielleicht wird es dadurch besser. Ich glaube, das ist eher für Beton als für Stahl. Das ist scheißegal, aber das werden wir mal gucken. Oh, scheiße. Nee, das ist wirklich... Hätte ich nicht gedacht, dass der einen Hammer hat. So, was wir rausgefunden haben, der hat echt einen Hammer drin. Ich wollte das gar nicht glauben. Aber egal. So, los geht's. Auf die Plätze, fertig, Gas geben. Doch alles ein Wahnsinn! Da muss ich hier mein Halstuch vom Leibe reißen! Stopp! Oh. Stopp, ich bin tot. Ui, warte mal, der hat sich ein bisschen. Ja. Ist durch! Nee, noch nicht. Nee, ist noch nicht durch. Nein, ich bin noch nicht durch. Also, das war Frühstart. Fehlalarm! Stopp! Meiner ist durch. Meiner ist gestoppt worden hier. Ich bin ein bisschen durch. Ja, ich bin auch so ein bisschen durch, komme aber nicht mehr bist weiter. Bist du durch? Du bist nicht durch. Nein, habe ich ja gar nicht gesagt. Okay, weiter. Jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich durch. Ich bin erst übermorgen durch. Man darf also wirklich, also am Ende, bei dem darf man nicht mehr viel Druck drauf machen, weil sonst bleibt er stecken. Warte mal, einmal drehen. Dreht doch mal. Ha, nee, ich wäre durch gewesen. Guck mal, ich war auch durch. Mhm. Das war zeitgleich. Mhm. Das war zeitgleich. Ey, ich muss echt. Es liegt schon an der Power, das kann man definitiv sagen. Okay, also du darfst keine. Piep! Also du darfst halt keine. Man braucht schon Kraft. Manuela sein. Du musst halt schon gucken, dass du Kraft aufbringst. Aber, und das finde ich schon nochmal ganz spannend, man kann auch so ein dickes Stahl... kann man durchbohren. Kann man durchbohren. Also muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen überrascht. Mhm. Coole Leistung. Nummer 1. Welchen würdest du jetzt sagen, welcher war der beste? Der Güterzug. Der Güterzug, ja. Bin ich gar nicht so sicher. Also die Unterschiede sind klein auf jeden Fall.
deutlich kleiner, deutlich kleiner als gedacht. Genau. Mhm. Also ich hatte jetzt am Anfang, also ich glaube, der D-Wald, ich kann ja jetzt die mit dem Bohren vergleichen, ja. Den D-Wald und den Ryobi. Der D-Wald hat ein bisschen mehr Power und kann dadurch, also wo der Ryobi eigentlich nur Probleme hatte, war ganz am Ende, wo es... Wo der Durchbruch kam, mhm, da ist er dann stecken geblieben. Da finde ich, da hatte der Einhell aber auch ordentlich. Mhm. Also da merkt man nochmal die Power. Mhm. Da bleiben sie hängen. Mhm, genau. Und vor allem, wenn man zu viel Druck aufbringt. Also ja. Mit viel Druck am Anfang ist wichtig, aber dann, wenn es gegen Ende geht, da muss man wirklich. Und am Anfang ein bisschen so wackeln, dass er gut reinkommt. Ja. Dann geht es doch deutlich schneller. Okay. Mhm. So ein bisschen drin rumstochern. Also, was man gemerkt hat, dadurch, dass wir nicht vorgebohrt und auch nicht vorgekörnt haben, das ist einfach, dass er keinen Halt findet am Anfang. Ja. Aber dafür kann er ja nichts dafür. Ja, nee, da kann er nichts dafür. Also, ja, für welchen würdest du dich entscheiden? Oh, schwer zu sagen. Also ich würde sagen, von der Vielfältigkeit jetzt erstmal der Einhell, weil er einen Schlagbohrer mit dabei hat, das muss man schon offen und ehrlich sagen, und von der Einstellbarkeit. Also zwei Einstellräder, muss ich sagen, überzeugt mich wirklich, super, ist echt mega. Also von der Vielfalt, von der Umsetzbarkeit, das Einzigste ist diese Lampe unten, wobei die deutlich heller ist als vom D-Wald. Mhm. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal rausgefunden. Am wenigsten hell ist die von Ryobi leider. Allerdings muss man sagen, für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist es doch heftig, was der leistet. Weil ich meine, man muss mal schauen, welche Späne wir jetzt hier rausgerissen haben. Und ich finde auch, also dass man sagt, man war jetzt mit dem Ryobi tatsächlich nur sehr, sehr wenig langsamer als mit dem D-Wald. Ja, finde ich auch. Bei gleicher Kraft auch. Ja. Oder halt, also wenn du jetzt ja wirklich, also sagen wir mal, das sind jetzt zwei Platzhirsche, ne? Also die ja wirklich sehr, sehr viel aushalten, muss man sagen, da kann der Ryobi schon hinschmecken. Kann er mithalten. Da kann er mithalten, würde ich auch sagen. Welcher gefällt dir so von der Farbe besser? Das ist ja für, wir wollen ja auch unsere weiblichen Zuschauer nicht zu kurz kommen lassen. Ja, rot. Rot. Also würdest rot nehmen. Ja. Was auch ganz gut ist, dass man an allen dreien nochmal so eine Hüftklammer anbringen kann, um sich dann in den Werkzeuggurt reinzuhängen. Weil viele sind ja einfach auf der Baustelle, die immer wieder hin und wieder weghängen müssen. Das wäre bei uns auch teilweise praktisch gewesen, wenn du nicht immer irgendwo abstellen musst, jetzt wenn der Oma auf der Leiter rumkrabbelst oder so. Ja, aber wir haben nicht so einen schicken Werkzeuggurt. Der fehlt. War das so schwerer für dich oder leichter? Ich schaue, weil für uns Frauen, glaube ich, ist ja nicht ganz unwichtig, wie schwer er ist, auch so, wenn man länger arbeitet vor allen Dingen. Ja, wenn du ein kleines Akku reintust, ist er leichter, ne? Das stimmt, ja. Klar. Also wenn sie, wenn wir ihr können jetzt ja mal gucken, was, also wirklich mal den Direktvergleich jetzt ohne den Akku. Ohne Akku. Wir machen jetzt mal den Direktvergleich, weil wir könnten ja alle auch ein 2-Stunden-Akku reinhauen. Gib mir nochmal her. Oh ja, der Einhell ist ein Ticken schwerer. Nicht viel, wirklich nicht viel. Dann tauschen wir mal. Ja. Der ist schon leichter, der Ryobi. Ja. Der ist schon echt... Der ist schon wirklich leichter, ne? Der ist schon wirklich leichter, ja, wenn du mal vergleichen magst. Ja, okay, das ist... Schon Hammer, ne? Das ist schon Hammer. Also, entweder haben die an irgendwas gespart... Also, dass sie ein paar Bauteile nicht reingetan haben, aber es ist schon, das Material, schon unterschiedlich. Also vom Gewichtsverhältnis würde ich sagen, der D-Wald, weil er Leistung und Gewicht irgendwo gut vereinbart. Gut kombiniert, genau. Ja, da ist wenig Unterschied bei den beiden jetzt. Und von der Funktionalität? Sieht man den? Ja, du musst rechnen, da ist ein Schlagbohrer drin. Ja, der macht es aus. Ja, der hat mehr drin. Das merkt man. Mehr drin, mehr dran. Nee, also was mir schon gut gefällt beim Einhell ist, dass du ihn einfach für sehr, sehr viele Sachen benutzen kannst. Und du sagst, klar, das ist jetzt keine echte, vollkommene Schlagbohrmaschine, aber du bringst einen Dübel in die Wand. Also für die normalen Heimwerker-Tätigkeiten, so, die man jetzt find ich's, alles im Bereich Möbel anbringen und so weiter. Ja, als Kombigerät. Funktioniert es gut. Also finde ich es mega. Mega gut. Ja. Dass du sagst, ich muss mir keine 15 Geräte kaufen. Ja, sondern hast drei in einem. Ja, und vor allem auch noch funktional, finde ich gut. Ja. Was sagen wir abschließend? Fazit. Ja, ein Akkuschrauber.
ist eine gute Sache. Und kann man zum Feuerbohren verwenden. Kann man auch zum Feuerbohren verwenden? Also falls ihr noch wollt, also wir haben so ein Video Feuerbohren mit dem Akkuschrauber. Das haben wir mit dem Einhell-Akkuschrauber durchgezogen. Könnt ihr euch auch noch anschauen. Verlinken wir am Ende in der Description, wie das heißt. Genau. Ja. Und falls ihr diesen lustigen Kanal noch nicht abonniert habt, wo man eigentlich nicht weiß, was wir eigentlich alles hier immer so umeinander posten, wo es die ganze Zeit um Abenteuer oder irgendwie Geschlatterer-Döns geht, also um die Welt fahren und Survival und Wildnis und so ein Zeug. Oder ja, Elektro-Tools. Elektro-Tools oder irgendwelche oder Fliegen, die da drauf sitzen. Ja, dann lasst doch ein Abo da und einen Daumen hoch und dann passt der Lack. Ne? In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit einem Akkuschrauber. Viel Spaß beim Bohren. Ciao. Ciao. Ciao.